Die wird noch sterben wegen der Entscheidung. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich nachher noch die Charlie? Sachen aufheben kann. Jamie? Hallo? Spur, Mann, aber ich konnte ja nicht an, dass das triggert. Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Nicht der Plan, Charlie. Dann bist du tot. Also ich würde jetzt gerne auch euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spots. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate... Trotz unserer Streitereien bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Das wurde so nicht gesagt. Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Entspann dich. Da sehen ein paar Schaufensterpuppen aus wie wir, schräg? Ja. Ein Grund durchzudrehen? Nein. Okay. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Nichts Gutes. So viel steht schon mal fest. So viel steht schon mal fest. Also jetzt kann ich mal. Das ist Aaron. Jamie. Jo, alles klar. Also ein Team ist ja gut, schön und gut, ne? Aber dass du mich nur verschmelzen, ist ein bisschen zu weit. Da haben wir die Kate. Hat jemand Mr. Lumet gesehen? Charlie, Mann. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Oh, doch. Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Nur, lädt uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab. Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht. Oh mein Gott. Wie ist sie jetzt heraus? Als die Wand zugängig. Hauptsache, du bist okay. Dimmett hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Dimmett? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her. Wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen plötzlich das ist jetzt nicht wahr, oder? Angeschwemmt werden. Körper. Tot. Scheiße, tot. Schalt das Körper. Ab! Tot. 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 Was war das? Das? Ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 nein. Niemals. Ja, auf jeden Fall ein echtes Auge, stimmt. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel!
Verschwinden wir hier. Die ist zu. Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dümmert? Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Spielen wir, verdammt! Na, wer ist jetzt dran? Ach, Charlie. Ich muss noch eine kurze Sache fragen. Wie zum Teufel kam Jamie aus dem Raum raus? Die Tür hinter sie war verschlossen. Bei der einen Tür ist der Griff abgebrochen. Die Falltür ist auch verschlossen gewesen. Da ist der Jamie, der Charlie runtergefallen. Und die große doppeltürige Panzertür, die war auch komplett verschlossen. Wie zum Teufel kam Jamie da raus? It's a kind of magic. Bein kaputt? Nein, wird beim Laufen lustig. Ich muss hier raus. Ich werde mit euch das Bein verhalten innerhalb der nächsten paar Minuten komplett. Okay, ist jetzt schon verheilt. Aber hier vorne ist irgendwo das Feuerzeug hingeflogen. Oh, ja. Jamie! Hallo! Jamie! Hallo! Ich bin okay! Na, oh, shit! Das ist ja auch gemacht. Mika schaut jetzt auch zu. Grüß dich, Mika. Alles fit bei dir? Höllenschlüssel. Hey, wir schließen dich ein, ne? Und geben dir dann den Zellenschlüssel, um hier rauszukommen. Logik? Kann ich schreiben, da ihr PC im Vollbild ist. Ach so, okay. Ich sag nur Saw, ja. Ja. Aber bei Saw muss immer bei Aufgabenlösung mal die Schlüssel dran zu kommen. Einfach mal ins Klo reingreifen, wo hunderte von benutzten Injektionsnadeln ist, ne? Mit wo Drogen drin waren und sonst dann alles. Und aus dem Klo dann diesen einen Schlüssel rausfischen. Zum Beispiel. Oder in der Leiche rumwühlen. Mal eine Leiche aufschneiden, nur weil der Schlüssel hier so ein Bauchfalte ist, ey. Das ist schon. Also so ist ja teilweise echt schon krass gewesen. Okay. Hat das jetzt eine Entscheidung, was ich hier aufnehme? Was denn? Was ist das denn? Chicago Killer, erstes Opfer. Todesursache. Unterleibsverletzungen. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand mit möglicherweise einem Skalpell entfernt. Okay. Sieht nach echten Fotos aus. Kann tatsächlich sein, dass er wirklich im echten Leben gemacht wurde und dann ins Spiel reinkopiert wurde. John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte.
Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Alter. Das ist krass, ne? Bei lebendigem Leib alle Zähne zu entfernen. Und wahrscheinlich auch noch ohne Betäubung. Ah. Na? Lochbuch. Notizbuch. Lochbuch. Ein Buch, wo man Löcher drin macht. Entspannungsbuch auch genannt. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, Datum, Zeit, Vorfall, Signatur. 17.01.1719. Daher größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung im Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer, Mr. Belknap. Hatten wir auch schon mal. Am 18.01. knapp ein. Ja, gut einen Tag später, weil. 17.19 und 17.31. Die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 17.23 ist unleserlich. Am 2.02. zwei Wochen später ungefähr. Die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unserem Vertrag Ersatz angefordert. Am 5.02. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit den Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. Am 7.02. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. Hier haben wir es nochmal bestätigt mit dem, dass es von Anfang an eingebaut wurde. Das Hotel wurde so geplant. Man könnte meinen, so ein, wie so ein Escape Room, ne? Nur dass hier man tatsächlich stirbt, ne? Kennt ihr den Film Escape Room? Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Morgen. Unleserlich. Unleserlich, unleserlich. Am 18.02. Bobby hat mich hängen lassen. Das ist alles immer so 16.48 Uhr, um die 17 Uhr rum, sagen wir mal. Wahrscheinlich, weil er da Feierabend hat. Bobby hat mich hängen lassen. Weiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Barrenovierung begonnen. Unleserlich, unleserlich, unleserlich. Am 1.03. geht's weiter. Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. Am 3.03. war Renovierung abgeschlossen. 4.03. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Unleserlich, unleserlich, rekonstruiert. Alle beweglichen Wände abgeschlossen. Also ging es gegen Ende März zum Projektende über. Da hat es noch knapp 3 Monate gedauert, bis das ganze Haus fertig war, ne? Wann hat das hier alles angefangen? Warte mal ganz kurz. Mal kurz gucken, das war so Anfang Januar, glaube ich, ne? Ja, Mitte Januar, okay. Am 17.01. war das erste. Also ging es wirklich knapp. Ja, wir sind ja jetzt mal 20.03. jetzt gerade. Also gerade mal 2 Monate später. Und die haben hier schon die ganzen beweglichen Wände und alles eingebaut. Ich sag ja, gut, es sind nur Renovierungsarbeiten, ne? Aber trotzdem schon umfangreiche Arbeiten hier. Dann nur 2 Monate ist schon hartes Pensum. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. Dritter Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. Projekt zu vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Spa-Bereich unter dem Hotel.
Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kostenschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. Nachricht von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monika, Ryan, Frank und ich, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. Haben wir die Namen nicht schon gelesen? Ja, vorhin, als wir nach dem Code gesucht haben. Hm? Okay. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belknap mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. Geht noch weiter. So, jetzt haben wir's. Laura hat mit Mr. Belknap die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagte, sie habe sich danach nicht wohlgefühlt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. Ich könnte mir ahnen, wo sie sind. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer herangekommen und Monika ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Ich habe so eine Ahnung, wo das Ganze hingegangen ist. So muss niemand zahlen. Was? Warum fehlt ein Ziegel? Was zur Hölle war das? Da fehlt ein Ziegel drin, ne? Haben wir schon? Wo ist denn das? Das ist hier zu. Kann ja nicht unsere Zimmertür sein. Das geht ja nicht. Wir haben hier nur eins. Müssen wir drei Schalter umlegen, dass alle drei Lichter angehen? Was auch automatisch das Grammophon angeht, ne? Krass. Nicht schlecht verknüpft. Hier hat sich jemand echt viel. Warum atmet der so laut? Ich habe keine Ahnung. Die atmen alle hier ziemlich laut. Man sieht, der hier hängen kann, Lichter, ne? Ja, hört schon mal an, als wären die einen halben Marathon gerannt. Ja. Was zum Fick? Ja, aber den nächsten Hebel. Jetzt ist die Frage, muss ich hier durch? Machen wir kurz hier auf. Du bist auch durch. Ach, neuer. Eloni mag. Eloni mag Melonen. Eloni mag Melonen. Mein Gott. Grüß dich erstmal. Mahlzeit. So. Hier kommen wir anscheinend auch nicht rein. Dass der die Puppe nicht nimmt, ne? Ich bin mal auch ganz ehrlich. Ja, ist ein guter. Ist ein krasser Knoten. Den könnte man aber im Notfall aufkriegen. Machen wir mal. Ist ein Stroh. Wie im Knast, ne? Und auf. Weiter geht's. Das ist das nächste. Hier ist auch noch was. Das ist ja jetzt gegenüber, ne? Wo wir gerade das Buch gelesen haben. Würde mich nicht wundern, wenn wir es da durchgucken und. Oh Gott, da kommt da jetzt garantiert was, ne? Wusste es. Boah, diese Musik macht mich gerade kirre, ne? Ich mag solche. So ein bisschen. Barockmusik, glaube ich, heißt sie, ne? Einfach stinknormale Opernmusik. Boah.
das unser Begräbnis? Warum hat es ja wieder reingesteckt? Mittlerweile ist, glaube ich, alles möglich. Also in Antidorn konnte man auf vielfache Art und Weise sterben. Auch bei Detroit Become Human konnte man auf mehreren Arten und Weise sterben. Die meisten Charaktere hatten 2 bis 3 Todesmöglichkeiten. Also von daher würde es mich nicht wundern, wenn der Mörder versuchen würde, uns da reinzustecken. Warum zum Teufel fehlt hier die Textur? Oh, jetzt ist er da. Ja, wir nehmen ja schon unsere Visitenkarte. Weil es buggy im Game ist. Ja, es ist teilweise wirklich sehr, sehr buggy. Ach, guck mal, da haben wir noch eine Münze. Noch ein paar Opoloi. Ja, irgendwie so wird hießen die, ne? Ja. Bei mir kannst du was dafür kaufen, sagte der Kurator ja noch. Ich sag, wann? Dann, wenn schon die Hälfte tot ist? Ja, wahrscheinlich am Ende des Spiels, ne? Jetzt bin ich hier ganz rüber gelaufen. Ach, da. Schalter. Nee, die hießen nicht Obolus. Ja, der hat die Opoloi genannt. Aber ich denke mal, wie mehr Zeit.